Moin moin und schön, dass du dich für meine Arbeit interessierst. Nach dem Intro erzähle ich dir ein bisschen zu dem, wie ich zu meiner Arbeit heute gekommen bin und was ich für deinen Hund tun kann. Seit 1994, seit meinem Studium der Kunsttherapie, beschäftige ich mich mit Naturheilverfahren und alternativer Medizin, zunächst einmal für Menschen. Als 2012 dann Chucky zu uns kam, der eigentlich hätte ins Tierheim sollen, aber dann glücklicherweise zu uns kam, sah ich mich mit diversen Problemen bei Hunden konfrontiert. Zunächst mal waren es bei Chucky Verhaltensprobleme. Dazu kam dann aber auch Juckreiz und dann kam Abby dazu ein Jahr später aus Rumänien. Da waren dann Probleme wie Giardien zum Beispiel oder auch Haut-Ohren-Probleme, was in den Griff zu bekommen war. Emma kam dann dazu nach 2 Jahren auch aus Rumänien, hatte leider Leishmaniose. Nach der Behandlung jetzt nicht mehr nachweisbar und eine Bauchspeicheldrüsenentzündung. Also es gab immer wieder Problemchen, wie das bei wahrscheinlich fast allen Hunden so sein wird im Laufe der Zeit. Und die Lösung, die es gab von den Tierärzten und auch von anderen Heilern, haben mich nicht so wirklich befriedigt, beziehungsweise die Ergebnisse nicht. Und deswegen habe ich dann selber angefangen, mich damit bei Hunden weiter auseinanderzusetzen. Nach diversen Fortbildungen in unterschiedlichen Methoden der Naturheilkunde habe ich dann einen gemeinsamen Nenner gefunden, der sowohl meine Hunde als auch die meisten Klientenhunde betraf, und das war die Ernährung. So machte ich dann 2022 meine Prüfung und bin nun zertifizierter Ernährungsberater für Hunde. Und ich muss feststellen und stelle es jeden Tag immer wieder fest, die Ernährung ist letzten Endes der Schlüsselpunkt zum gesunden Hund. Wie beim Menschen auch. Das ist ja das, wo man am meisten für den Hund an Gesundheit mit erreichen kann. Ich erlebe in meinem Alltag immer wieder, dass letzten Endes die Krankheitssymptome, die behandelt werden, ja, Symptome sind, aber da die Ursachen nicht behandelt werden oder oft nicht behandelt werden, verschwinden die Symptome auch nicht oder verlagern sich nur. Und das ist mein Ansatz, zunächst einmal über eine große Anamnese, über, wenn nicht schon vorhanden, dann auch Labordiagnostik, den Ursachen auf die Schliche zu kommen. Und das ist mein Behandlungsansatz dann auch, den Hund dabei zu unterstützen, die Ursachen durch Selbstheilungskräfte. Ich heile nicht, da ich kein Tierarzt, kein Mediziner bin, den Hund zu unterstützen durch Selbstheilungskräfte, die Ursachen zu beheben. Ein klassischer Fall aus dem Bereich war eine Pfotenentzündung, ein Hund, der immer wieder unter entzündeten Pfoten Ballen gelitten hat, letzten Endes Cortison, Antibiotika, alles was gemacht wurde, hat nicht wirklich Linderung gebracht oder nur sehr kurzzeitig. Und nach einer Ernährungsumstellung lief der Hund glücklich und ohne entzündete Pfotenballen. Das sind einfach tolle Erlebnisse und das ist das, was ich für die Hunde tun kann. Einen anderen Blick auf den Hund zu haben, als es vielleicht aus schulmedizinischer Sicht der Fall ist, und dadurch auch auf andere Behandlungsideen zu kommen, um den Hund zu unterstützen. Ich arbeite aber nicht nur mit kranken Hunden oder für kranke Hunde. Ich freue mich auch immer wieder, wenn ich gesunde Hunde in meiner Praxis habe, die ich durch eine ausgewogene und gesundheitsfördernde Ernährung unterstützen kann, nämlich auch gesund und fit zu bleiben bis ins hohe Alter. Am liebsten fange ich da natürlich bei Welpen an. Einmal natürlich, weil Welpen einfach unglaublich schön anzusehen sind, niedlich sind, man Spaß mit ihnen haben kann. Aber auch, weil die Gesunderhaltung im Welpenalter beginnt und man da die Basis legt, ja, für die Gesundheit im gesamten Leben dann. Ich
arbeite nicht nur in meiner Praxis in Schesel, sondern hauptsächlich mache ich Fernberatung, das heißt über Telefon, E-Mail, WhatsApp, Messenger und so weiter. Stehe ich gerne für deinen Hund und dich zur Verfügung. Und ja, das im Prinzip für meine Kunden 24 Stunden, 7 Tage die Woche bin ich in Notfällen zu erreichen, was sicherlich auch mich auszeichnet, weil ja, meine Kundenhunde sind mir einfach wichtig und wachsen mir auch sehr schnell ans Herz. Das ist einfach so. Ja, wenn du Fragen hast zu dem, was ich mache, weitere Informationen möchtest, melde dich gerne auf dem Kontaktformular auf meiner Internetseite. Sind verschiedene Wege, wie du Kontakt zu mir aufnehmen kannst. Ich freue mich auf deinen Hund und dich. Bis dahin, alles Gute, alles für den Hund und auf bald.